Da ist jetzt nicht großartig verbrannt und trotzdem habe ich hier schon nette Farbe. Jetzt ganz deutlich zu erkennen, nette braune Stoffe, Knochen hier, Gemüse, alles ein bisschen angebraten, aber eben nicht verbrannt. Das ist das Entscheidende. Und was kommt jetzt? Jetzt das Allerwichtigste, Tomatenmark. Tomato paste. Auf diese Menge Knochen, das waren so um die 400 Gramm, machen wir jetzt einen dicken, fetten, gehäuften Esslöffel Tomatenmark. Den geben wir da jetzt rein. Der wird jetzt mit angeröstet. Das Problem dabei ist, und das ist jetzt wichtig, liebe Leute, der vermischt sich hier relativ schwer in den Knochen. Deswegen mein Profi-Tipp. Wir nehmen jetzt Pater Manns. Ne? There we go, okay. Okay, let's see. Gerade ein bisschen gestaunt. Wir nehmen jetzt hier so ein bisschen Rotwein und löschen das damit ab. Ramba Zamba, Krawall und Remi Demi. Jungs, ich sag euch was, wenn euch eure Frau bei diesem Kochen erwischt, dann habt ihr aber echt Erklärungsnot. He loving it. Wir haben dann nur ein bisschen Rotwein dazu gegeben. Schaut mal, wie sich jetzt schon die Farbe verändert hat. Seht ihr wow. das? Und dieses Tomatenmark, was wir da jetzt drin haben, Carmen, komm doch mal auf mich, damit ich mal in die Kamera reinschauen kann. Dieses Tomatenmark ist nicht dafür da, dass eure Soße hinterher tomatig schmeckt. Ein bisschen vielleicht. Dieses Tomatenmark soll euch Farbe geben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Tomatenmark jetzt auch anrösten. Wir hören, dass wir jetzt hier wieder rösten. Das Wasser, die Feuchtigkeit vom Wein, das verdampft jetzt. Ich habe nicht Wasser gesagt, Herr Manns, ich meine den Wein. Der Wein verdampft jetzt und jetzt fängt es wieder an zu rösten. Carmen, wieder hierher. Schaut euch das mal an. Oh my God, look at that. Jetzt haben wir hier Farbe. Oh wow. Und der Topfboden, der ist immer noch sauber. Okay? Es fängt wieder an zu rösten. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Natürlich! Wir glasieren und wir deglasieren. Das Ganze machen wir wenigstens dreimal. Also seid nicht so geizig und ich möchte euch nicht mit irgendeinem Tetrapack mit Rotwein am Tisch am Herd ziehen. Wir löschen wieder ab. Es brutzelt, wir hören es. Carmen, komm ruhig näher. Und wir löschen ab. Hey, keep pouring it. Okay. Und dabei wieder mit dem flachen Gerät immer... So, I'm guessing he's just trying to make a liquid. Or some of that liquid. Okay. Wir sorgen, dass der Topfboden sauber bleibt. Da darf nichts anbrennen. Schaut euch das an. Totale Farbe und trotzdem ist der Topfboden da unten sauber. Immer mal so den Topfrand ein bisschen mit runternehmen und das Ganze muss jetzt wieder reduzieren, damit wir wieder glasieren können. Das dauert jetzt eine ganz kleine Sekunde, es fängt jetzt schon an. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr euch Sorgen macht wegen Rotwein, das geht natürlich ganz perfekt, auch mit einem nicht gesüßten Traubensaft. Also ohne Alkohol, geht ganz genau so. Und wenn ihr euch Sorgen macht wegen dem Fleisch, weil ihr vielleicht vegetarisch unterwegs seid, könnt ihr diese Soße genauso... Well, you're gonna make a broth or a gravy with no meat, just take out the bones, basically. That's pretty much. That's my opinion. But I don't know, it might not get the same flavor. You see what I'm saying? Setzen nur mit Gemüse. Nimmt nur Gemüse, nimmt Tomatenmark und einen Traubensaft und ihr habt eine vegetarische, braune Soße. Funktioniert hervorragend. So, Carmen, ich schicke dich heute immer hin und her hier, aber es ist gerade so spannend. Schaut mal, es regnet hier. Yep. Der Rotwein verkocht und jetzt nochmal den Test. Schaut euch doch bitte diese Farbe an. Das ist doch der Hammer. Und liebe Kollegen vom Maggi Kochstudio, ich weiß, ihr macht einen tollen Job. Finde ich prima, ehrlich. Aber hier brauchen wir euch nicht. Wir nehmen nur Natur. Wir nehmen nur, Carmen, juckt deine Nase. Ja. Das ist ja aber auch niedlich. Wir brauchen hier nur Tomatenmark, wir brauchen Knochen, wir brauchen ein bisschen Gemüse, einen vernünftigen Rotwein. Alles wird gut. So, ihr habt es gelernt. Was hören wir? Der Rotwein verdampft, die Reduktion ist fast zum Ende gekommen. Es fängt wieder an zu rösten. Diese Röststoffe wollen wir haben. Noch einmal, in dieser Sekunde erklärt, wenn wir deglasieren, wenn wir mit Rotwein hineingeben. Did he put the salt and the pepper? Guys, I didn't see him putting salt or pepper.
please let me know in the comment section below, because I haven't seen him putting any salt or pepper. Kühlen wir den Topfboden sauber. Wir lösen aber auch die Röststoffe von den Knochen und vom Gemüse, sodass sich an den Stellen neue Röststoffe bilden können. Und deswegen wird eure Soße immer intensiver, immer brauner und immer geschmacksvoller. So, Rotwein ist weg, ganz deutlich zu hören. Ein letztes Mal, abgelöscht. So, Rotwein ist drin. Und jetzt zur allgemeinen Überraschung. Geben wir da jetzt einfach Wasser dazu. Ganz normales Wasser. Nun wissen wir natürlich, dass in einer Küche jeder Tropfen Fond besser ist als 10 Liter Wasser. Aber wir müssen ja mal mit irgendetwas anfangen. Und in diesem Fall fangen wir jetzt mit Wasser an, lassen das Ganze auskochen. So, hier den Topfrand immer noch so ein bisschen sauber machen, weil da steckt überall Geschmack drin. Das soll ja in unserer Soße. Wie viel Wasser kommt da hinein? Wir geben genau so viel Wasser drauf, dass natürlich wenigstens die Knochen nice kitchen. I love it. Sind, weil die sollen ja auskochen. Gucken die euch oben aus dem Wasser heraus, verschenkt ihr einfach Geschmack. Wie lange lassen wir das kochen? Wenigstens 2 Stunden. Ganz wichtig. Und was natürlich fehlt, ist Geschmack. Dafür habe ich hier ein paar Nelken, ich habe hier ein paar Pfefferkörner und das gute alte Tee-Ei. Wir nehmen uns jetzt einfach ein paar Pfefferkörner, wir nehmen uns ein Lorbeerblättchen, das machen wir natürlich ein bisschen kaputt, ein bisschen klein, das ist hier auch hinein. I need to get that. I, Pablo, PJ, need to get that thingy. Und wir nehmen 2 Nelken und das Ganze tun wir unseren Tee ein. That is so genius. Klappe dicht, so, und das Ganze da hinein. Einfach hineinwerfen. You just drop it Warum there. Tun wir das? Yeah, just drop it there. Whatever, right? Wow. Passieren, wenn wir das abschöpfen, die Eiweißstoffe runternehmen, das Fett herunternehmen, nehmen wir ja sonst auch die Pfefferkörner oder Lorbeer oder Nelke mit raus. Und genau das wollen wir nicht. Deswegen rein ins Tee-Ei, kann jetzt wunderbar mit Salz hinein. Lassen wir mit auskochen. Und da köchelt jetzt unsere Jus. Ihr wisst es alle. J-U-S geschrieben. Einer unserer klassischen braunen Grundfonds. Daraus, aus einer Jus, macht man dann später die Soße, aber das wisst ihr ja alles. Die köchelt jetzt vor sich hin und hier oben drauf kam noch mal ganz kurz reingeschaut. Hier oben drauf bildet sich jetzt überall dieser Schaum. Das sind diese Eiweißstoffe, die jetzt ausgespült werden. Und es ist natürlich auch ein bisschen Fett dabei. Oh, man, looks so good. Wow. Ich nehme das jetzt immer gerne runter. Ich möchte den Fond einfach sauber haben. Und da stört mich jetzt dieser Schaum. Apropos Schaum. Die meisten nehmen jetzt eine Schaumkelle, weil wir haben hier Schaum drauf. Ich nehme eine Suppenkelle. Warum, zeige ich euch jetzt. Schaut mal. Ich setze meine Schaumkelle flach auf und lasse jetzt wirklich nur den Schaum hineinlaufen. Schaut mal, so. Und so kann ich ganz, ganz zärtlich den feinsten Schaum herunternehmen. Das würde mir bei einer Lochkelle gar nicht so gelingen. Und dann habe ich hier nebenan meinen Topf, wo vorher noch dieses Fett drin war, habe ein bisschen Wasser dazu gegeben. So kann ich das Ganze nochmal abspülen und schnapp mir dann im So he's getting ready the protein. Die nächste kleine Schaumgeschichte. Und nicht nur den Schaum nehme ich hier runter, sondern eben auch gleich dieses überschüssige Fett, was mir so gar nicht gefällt, was ich gar nicht in meiner Soße drin haben möchte. Das Ganze machen wir jetzt so alle 20 Minuten mal. Gucken einfach ab und zu mal, ob es unserem Fond gut geht. Er darf nicht zu doll kochen, er darf nicht zu wenig kochen. In 2 Stunden... So why he's just getting rid of that? Why? Sehen wir uns wieder und dann schauen wir mal, was für eine geile Soße wir haben. Das ist jetzt unsere Jus. Da ist der Knochen noch drin. Da sind die Gemüsewürfel drin. Und da ist unser kleines Tee-Ei noch drin. Und wir wollen jetzt das Ganze passieren. Kleiner Tipp von mir, so eine Jus geht immer am besten durch so ein ganz feines Haarsieb. That's the part that I love. Die verstopfen aber relativ schnell und deswegen mache ich das meistens, dass ich so einen Durchschlag, ein etwas größeres Sieb, double strainer, schalte. Das heißt, ich gebe jetzt im Prinzip die Jus erstmal durch das grobe Sieb und dann läuft es automatisch durch das kleine dann hindurch. Oh, he's doing it like that, okay. Hier ist noch ein schöner Thymian-Zweig. Wenn ich das hier durchgegossen habe, mache ich es meistens so. Yeah, there we go. Yeah, about time, bro. Gieß es langsam dadurch. Diese Jus ist jetzt
ein brauner Grundfond. Das darf man jetzt nicht verwechseln, das Obst. Yep, das okay, ist noch keine okay. fertige Soße, sondern das ist jetzt unser Basic, okay? Das Ganze kann man und sollte man jetzt noch ein bisschen weiter reduzieren, so lange, bis wir die richtige Stärke haben. Das müssen wir natürlich probieren. Schaut mal, das ist jetzt der Durchschlag, der hat jetzt das Gröbste rausgefiltert. Und dann unser Hasi, Carmen, komm mal ein bisschen näher. Schaut mal, da ist es jetzt schon so ein bisschen verstopft, es läuft schlecht durch. Jetzt könnte man hier drinnen rühren. Oh, okay, I see why. Tipp von mir, nimmt das Sieb hoch und jetzt einfach so kleine Schläge. Okay, that's why he got rid of those bubbles, because it will get stuck here. Okay. Mal mit der Kelle an das Sieb und guck mal, wie von Geisterhand läuft es von ganz alleine durch, ohne dass man jetzt viel Dreck hat. Diese ganzen kleinen Schwebeteilchen jetzt hier, look at that. Die werden jetzt herausgefiltert und darunter haben wir jetzt eine Jus, die ihren Namen auch zurecht hat. Obendrauf kann man gut erkennen und der Profi sieht es sofort, that's da ist jetzt noch ein bisschen Fett obendrauf. Well, what about that vegetable? Und hier ist ein Rosmarinzweig drin, der stört uns aber nicht, da wir die Soße ja noch ein zweites Mal durchpassieren. Jetzt können wir wieder die tollsten Geschichten mit dem Küchentuch abtupfen. Mit der Kelle weiter vorsichtig runternehmen. What? Meine Empfehlung ist, ihr nehmt diese Jus, so wie sie jetzt ist, lasst sie einfach mal kalt werden. Stellt sie in den Kühlschrank hinein und am nächsten Tag habt ihr obendrauf so eine ganz dünne Fettschicht, die könnt ihr wunderbar mit dem Löffel herunternehmen. Dann habt ihr alles auf einmal herunter. Really? Ihr habt keine Mühe, es geht rucki zucki. Und dann ist ja die Frage, was mache ich mit so einem Topf Jus? Nächste Empfehlung von mir, ihr nehmt euch diese kleinen Tüten, wo man normalerweise Eiswürfel einfriert für eure Longdrinks. Okay. Da füllen wir diese Jus hinein, wir machen einen Knoten oben drauf und ab in die Tiefkühltruhe. Das kann die wunderbar aushalten, der passiert überhaupt nichts. Und das nächste Mal, wenn ihr ein kleines Süßchen braucht, holt ihr euch diese Würfel raus, macht klink, 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 rein in den Topf. Bisschen Zutaten, was immer ihr wollt, grünen Pfeffer, Pilze, Sahne, worauf ihr Lust habt, in diese Jus mit hinein und dann habt ihr eure richtig schöne Soße. Ich bin Kalle. Ich habe euch gezeigt, wie eine Jus funktioniert. Darauf könnt ihr euch verlassen, das funktioniert. Ich habe euch lieb, schaltet wieder rein und das Abonnieren nicht vergessen. Bis bald. Tschüssi. Oh, but he didn't show the last result, though. He didn't show what I wanted to see. The final result. Ah, he didn't show it. I was waiting for that, to see how it looks. And this time around, he didn't put any cream in it, or half and half. So I wonder why he didn't do it. Usually, every time that people does the gravy, they put half and half, doesn't it? I don't know. Let me know what you guys think in the comment section below. I would love to hear you guys' opinion. Do you guys think this is the best gravy? Do you guys can recommend? I think there's... I like him. He's very good, though. But don't you guys think there's better? I don't know. Let me know what you guys think in the comment section below. I would love to hear your guys' opinion. Meantime, I'll see you in the next one.